Und jetzt, genau in dieser Zeit, erreicht uns aus Ungarn eine Geschichte, die wirklich skandalös klingt. Ja, die deutschen Studentinnen Emilia und Philippa leben in Budapest und waren dort jetzt bei dem EM-Spiel Portugal gegen Frankreich. Im Stadion trugen sie Regenbogenflaggen auch in ihr Gesicht gemalt. Und dann sollen sie während des Spiels von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden sein. Und darüber wollen wir jetzt mit den beiden sprechen. Emilia und Philippa sind uns live aus Budapest zugeschaltet. Und vielleicht könnt ihr uns einmal erzählen, was genau ist denn da während des Spiels im Stadion passiert? Hallo, genau, also wir sind mit ein paar Freunden ins Stadion gegangen und wir hatten uns bemalt mit Flaggen, haben uns selber Flaggen gebastelt und schon im Stadion in der Halbzeit haben wir schon Sprüche bekommen, wie zum Beispiel "Bitch, that's disgusting" und also ja, es wurde deutlich gemacht, wenn die ein Problem mit diesen Flaggen hatten und es war grundsätzlich eh schon eine hitzige Stimmung im Stadion, hatten wir das Gefühl und vor uns saßen ein paar Ungarn und die sich auch immer zu uns umgedreht haben und uns den Mittelfinger gezeigt haben, uns den Vogel gezeigt haben, immer wieder uns deutlich gemacht haben, dass sie ja, diesen LGBTQ-Support von uns nicht okay finden. Und ja, und dann sind wir nach dem Spiel, als dann der Abpfiff war, sind wir dann runtergegangen und haben uns dann nochmal als kleinen Protest neben die gestellt mit unseren Flaggen. Ja, woraufhin uns dann ins Gesicht geschlagen wurde und uns ins Gesicht gespuckt wurde. Genau, das Problem war, dass wir von den Security-Leuten nicht ernst genommen worden sind. Und wir haben mehrfach gesagt, dass wir gerne mit der Polizei reden würden oder gerne die Polizei rufen wollen würden. Und wir haben sich mit den zwei Tätern, also wir wussten auch, wer das war, und wir haben denen auch gezeigt, dass sie uns geschlagen haben. Die haben sie noch an die Bierstange anstehen lassen, haben gelacht und haben sie gehen lassen, also haben sie nicht geholfen. Und wir mussten Sie sagen gerade, sie haben sie gehen lassen. Wir haben auch ein paar Videos schon gesehen aus dem Stadion von ihnen und außerdem eine Anzeige. Sie sind also trotzdem natürlich noch zur Polizei gegangen nach diesem Angriff. Hat die Polizei denn anders reagiert als die Stadion-Security? Wurden sie dort ernst genommen mit dieser Attacke? Das war sehr unterschiedlich, haben wir empfunden. Also ein paar haben das ernst genommen und dann gab es aber auch Leute oder Polizisten, die uns nicht das Gefühl gegeben haben, dass das ein ernsthaftes Problem jetzt war, dass das eine Anzeige wert war. Sie kannten zum Teil das Gesetz gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie es nicht kennen oder ob sie so getan haben, als würden sie nicht wissen, ob es dieses Gesetz gibt oder nicht. Genau, das aber jetzt erlassen. Sie waren gar nicht informiert, was die bunte Flagge bedeutet. Wie soll es denn jetzt weitergehen, sowohl mit der Anzeige als auch mit Ihrem Alltag in Ungarn, in Budapest? Denn natürlich, wir haben hier lange darüber berichtet, die Situation in Ungarn in Richtung LGBTQ+-Community ist immer schwieriger. Wollen Sie in Ungarn bleiben und glauben Sie vor allem, dass jetzt dort auf die beiden Männer, die Sie angegriffen haben, überhaupt eine Strafe zukommt? Also wir müssen auch sagen, wir sind total glücklich hier in Budapest. Wir hatten super tolle Jahre hier und haben tolle Erfahrungen gemacht. So eine Erfahrung wie jetzt hatten wir noch nie. Deswegen, ja, wir hoffen natürlich, dass da, wie auch in jedem anderen Land, gegen vorgegangen wird, gegen diese beiden Männer. Und ja. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns darüber gesprochen haben. Und natürlich hoffen wir vor allem, dass das Ganze jetzt natürlich Konsequenzen hinter sich ziehen wird und vor allem, dass in Ungarn die Situation dann endlich wieder eine bessere wird, vor allem für die Menschen der LGBTQ-Community. Vielen Dank an Sie beide und alles Gute. Dankeschön.